Genau, hi, ich bin Lemon. Ich mache so feministische und queere Dinge in dieser Stadt. Ich komme gerade vom queeren Tanzkurs und bin deswegen so ein bisschen durch, weil ich 3 Stunden lang von einer Schweizer Lesbe durch den Cha-Cha-Cha gehetzt wurde. Also wenn ich ein bisschen verwirrt aussehe, dann liegt das vor allem daran. So kleiner Hinweis zu Beginn. Grundsätzlich verwende ich, um geschlechtergerechte Sprache zu machen, immer das Sternchen. Nicht alle von den TheoretikerInnen, die ich heute zitiere, tun das. Und nachdem ich sie häufig so zitiere, wie sie sind und das nicht geändert habe, ist das ein bisschen uneinheitlich in der Präsentation. Es gibt einen Fall von Sprache, der als unangemessen gesehen werden kann. Das ist auch ein Zitat. Von dem her tut mir schon mal leid, wenn sich dann Leute davon angegriffen fühlen. Es wird auf jeden Fall auch, werde ich sprechen über digitale Gewalt und Hass im Netz, aber keine Beispiele davon zeigen. Und genau, und insgesamt werde ich heute einige feministische Strömungen von den 80ern bis heute darstellen, nachdem das wir damit 43 Jahre Zeit abdecken und nur 45 Minuten Zeit haben, mögt ihr mir verzeihen, wenn ich manche Dinge etwas zuspitze. Wenn jemand dabei war und mich verbessern möchte, ist es auf jeden Fall möglich, das am Ende in der Fragerunde zu tun oder zu ergänzen und aus der eigenen Erfahrung zu berichten. Genau, ich werde beginnen mit ein paar Definitionen und dann eben, wie angekündigt, mit dem Cyborg Feminismus bzw. Cyberfeminismus weitermachen, dann darüber sprechen, was ist dann in Abgrenzung dazu der Technofeminismus, erklären, was Netzfeminismus ist und dann insgesamt gehen, wie kommen wir denn aus all diesen Theorien denn dann ins Tun und werde dann über feministische Netzpolitik sprechen und freue mich dann eben auch nach 45 Minuten auf eure Fragen, Ergänzungen und solidarische Kritik. Ein paar Definitionen zum Einstieg. Erstmal, was ist dieser Feminismus? Da gibt es natürlich mehrere Definitionen. Ich habe mal 2 mitgebracht, die mir besonders gefallen. Die eine ist von der feministischen Technikphilosophin Janina Loh. Und zwar, Feminismus ist die politische und so, sind politische und soziale Bewegungen und theoretische Ansätze, die an der Aufhebung patriarchaler und heteronormativer Strukturen arbeiten. Und die zweite Definition, die ich mitgebracht habe, von Bell Hooks, einer intersektionalen schwarzen Feministin aus den USA. Feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation and oppression. Wie ihr seht, ist das noch relativ, ne? Da können sich sehr viele unterschiedliche Strömungen darunter fallen. Und dementsprechend, wenn man über unterschiedliche Feminismen spricht, und diese unterscheiden möchte, guckt man sich an, wie sie in diesen 3 Dimensionen, der Geschlechterdimension, der Gesellschaftsdimension und der intersektionalen Dimension, sich positionieren. Die Geschlechterdimension ist eben, welches Bild oder Verständnis von Geschlecht hat diese Strömung? Also wird eine universale Gleichheit oder eine naturgegebene Differenz zwischen den Geschlechtern betont? Oder wird Geschlecht vor allem als kulturell geprägt gestaltet? Viele moderne Feminismen würden auch eine Mischung aus diesen Formen wahrscheinlich vertreten. Also sozusagen, ja, Nature und Nurture kann man halt nicht so gut voneinander abgrenzen. Die Gesellschaftsdimension ist dann, ne, welches Bild der bestehenden Gesellschaft und den damit verbundenen Problemen wird dann zugrunde gelegt. Also, ne, dass also viele feministische Strömungen sagen auch, wir müssen was grundlegend an unserer Gesellschaft ändern. Und was diese Analyse ist, sozusagen, was geändert werden muss, kann sich unterscheiden. Also im radikalen Feminismus zum Beispiel ist der Fokus vor allem auf der patriarchalen Männergesellschaft als dem, was sozusagen an den Ungleichheiten in unserer Gesellschaft liegt. Und im sozialistischen Feminismus wird da eher die kapitalistische Gesellschaft zum Beispiel fokussiert. Und dann gibt es eben auch noch Feminismen, die beziehen noch andere Dimensionen mit ein. Das ist dann die intersektionale Dimension. Und dann eben, welche weiteren mit Geschlecht wechselwirkenden Ungleichheiten, wie zum Beispiel Klasse oder Ethnizität oder Behinderung, werden dann noch als relevant gesehen.
Nachdem wir heute über Technikfeminismen sprechen, sollten wir auch darüber reden, was ist überhaupt Technik? Und in der Techniksoziologie gibt es unterschiedliche Dinge, die als Technik bezeichnet werden können. Wenn man sozusagen alle diese Dinge, diese sechs Dinge in den Kacheln meint, dann hat man einen weiten Technikbegriff. Und wenn man einen engen Technikbegriff hat, dann fokussiert man sich nur auf eine oder zwei von diesen Kategorien. Also zum Beispiel geht es um spezifische Technologien, geht es um standardisierte Praktiken, so aus der Prozesstechnik zum Beispiel, geht es um spezifische Werkstoffe, aber auch Zeichen, ne, Wörter, mathematische Zeichen können als Intellektualtechnik verstanden werden. Da gibt es eben Vollzüge, Sozialtechnik, bürokratische Vorgänge fallen da zum Beispiel drunter oder auch Attribute, die bestimmten Leuten zugeschrieben werden, also technikaffin, rational zum Beispiel. Und Janina Loh, die Technik, die eben die feministische Technikphilosophin, sagt dazu, feministisches, philosophisches Nachdenken über Technik nimmt einzelne, konkrete Technologien für gewöhnlich nicht isoliert, also unabhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und rechtlichen Strukturen, in die sie eingebettet sind, in den Blick. Und dennoch sind einige Feministis primär an dem feministischen Potenzial spezifischer Technologien, also Artefakten, Technik im engen Sinn, interessiert. Andere hingegen fokussieren an erster Stelle wissenschaftstechnologische Strukturen und Normen einer Gesellschaft und beziehen sich damit zumindest implizit auf Technik im weiten Sinne. Und da könnt ihr ja im Folgenden ein bisschen gucken, wenn wir die Strömungen durchgehen, was für ein Technikbegriff und welche Technologien werden da eigentlich in den Blick genommen. Und dann fangen wir mal direkt an mit unserer ersten Strömung, dem Cyborg-Feminismus und oder Cyberfeminismus. Also wird zum Teil synonym verwendet. Ich versuche so ein bisschen darzustellen, was der Unterschied ist zwischen den beiden Strömungen, die sich Mitte der 80er bis in die 90er hinein etabliert haben. Und wir können nicht über den Cyborg-Feminismus sprechen, ohne über Donna Haraway zu sprechen. Sie ist eine feministische Naturwissenschaftshistorikerin und Biologin und vor allem bekannt für ihre Beiträge auf dem Gebiet der Wissenschafts- und Technologiestudien. Und dafür ist sie auch zweifach ausgezeichnet worden von der Society for Social Studies of Science. Sie beschäftigte sich in den 80ern und 90ern vor allem mit Überschneidungen von Informationstechnologie und feministischer Theorie und ist aber heute eine der führenden Wissenschaftlerinnen des zeitgenössischen Ökofeminismus. In ihrer Arbeit kritisiert sie Anthropozentrismus, betont die selbstorganisierenden Kräfte nichtmenschlicher Prozesse und erforscht dissonante Beziehungen zwischen diesen Prozessen und kulturellen Praktiken. Und um ein bisschen zu verstehen, warum Donna Haraway Mitte der 80er wie eine Bombe eingeschlagen ist in die feministische Szene, müssen wir uns kurz angucken, wie war denn das Verhältnis zwischen Feminismus und Technik zu Beginn der 80er. Und hier, ne, das ist eine grobe Vereinfachung der Zustände, aber so ungefähr war es, dass eben sowohl radikale als auch Ökofeministinnen Frauen eine inhärente Beziehung zur Natur zusprachen und damit eine besondere Verantwortung, die Integrität menschlichen Lebens und der Natur zu sichern. Und im Gegensatz zu der zugeschriebenen Natürlichkeit der Frau wurde Technologie als essentiell patriarchales Werkzeug gesehen, das es Männern ermöglicht, Frauen und die Natur auszubeuten. Und auch sozialistische FeministInnen der Zeit sahen sehr pessimistisch auf technologischen Fortschritt. Die Annahme war, dass die Computerisierung der Arbeit zu einer umfassenden Dequalifizierung von Arbeitnehmern, Gesundheitsrisiken und Massenarbeitslosigkeit führen würde. Und auch Entwicklungen im Bereich der In-vitro-Fertilisation, der Eizellenspende und der Leihmutterschaft wurden als Ansporn für konservative Familienpolitik gesehen. Und in diesem allgemeinen feministischen Kontext, der sehr technikpessimistisch war, kam dann eben Donna Haraway 1985 mit ihrem Essay A Cyborg Manifesto, Science, Technology and Socialist Feminism in the Late 20th Century
aus dem ich jetzt zitieren möchte. A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction. Social reality is lived social relations, our most important political construction, a world-changing fiction. The international women's movements have constructed women's experience as well as uncovered or discovered this crucial collective object. This experience is a fiction and fact of the most crucial political kind. Liberation rests on the construction of the consciousness, the imaginative apprehension of oppression, and so of possibility. The cyborg is a matter of fiction and lived experience that changes what counts as women's experience in the late 20th century. This is a struggle over life and death, but the boundary between science fiction and social reality is an optical illusion. Ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Donna Haraway ist, also in ihrer Konzeption möchte sie schon nicht direkt verstanden werden. Sie möchte sozusagen, hat eher ein Interesse, dass Leute sehr lange drüber nachdenken und sich dann denken, das ist doch paradox, und dann ist sie ja genau. Also wenn ihr jetzt erstmal Kopfschmerzen habt, dann ist das ganz normal. Das Bild ist auch das Cover einer der, der Ausgaben von A Cyborg Manifesto, weil es ist tatsächlich eines wahrscheinlich der der meisten rezipierten feministischen Manifeste, das es eigentlich gibt. Und was sie sozusagen macht, ist, sie stellt Cyborgs als Grenzfiguren dar, die Gegensätze wie Realität und Fiktion in sich vereinen können zum selben Zeitpunkt. Und Haraway zieht darin eine Parallele zur Frauenbewegung, weil sie konstruiert eine allen Frauen inhärent gemeinsame Erfahrung, was natürlich nicht real ist. Natürlich haben nicht alle Frauen auf dem Planeten dieselbe Erfahrung, aber es gibt einen wahren Kern. Und das ist sozusagen diese Mischung, das ist sozusagen, dass etwas wahr und nicht wahr ist zum selben Zeitpunkt. Und das Bild, was Haraway dafür nimmt, ist eben die Cyborg. Und diese Vereinigung von Gegensätzen ist für sie auch eine politische Position, die, die wie Vorstellungskraft eine Voraussetzung dafür ist, sich von Herrschaftsstrukturen zu befreien. Und insgesamt ist das Cyborg-Manifesto eine radikale Kritik an Wissenschaft als Produkt von Kapitalismus, Militarismus, Kolonialismus und männlicher Dominanz. Aber gleichzeitig wird, was Haraway als Cybertechnologie bezeichnet, als potenzielles Werkzeug der Emanzipation gesehen. Also sie sieht Wissenschaft und Technologie als soziale Prozesse und weist antiwissenschaftliche Metaphysik und Dämonisierung der Technologie zurück. Sie sagt, dass eben gesellschaftliche Verhältnisse können und müssen nur gemeinsam mit Wissenschaft und Technologie transformiert werden. Und daraus leitet sich eben dann der Cyborg-Feminismus ab, in dem Frauen als Grenzfiguren an der Schnittstelle von Natur und Kultur, denen der Zugang zu einem vollwertigen Subjektstatus verwehrt ist, eben gesehen werden. Und an die Stelle des aktiven männlichen Subjekts, das sich nur durch seine Abgrenzung gegen andere, also Frauen, Tiere, Maschinen, erhalten kann, tritt dann ein Selbst, dessen Handlungsfähigkeit nicht auf Identität und Abgrenzung, sondern auf Verkörperung innerer Differenz und Verbundenheit über die Grenzen zwischen Mensch und Tier und zwischen Mensch und Maschine hinweg beruht. Und das Bild für dieses neue Selbst ist dann eben die Cyborg, ein hybrides Wesen, das sowohl Organismus als auch Maschine ist. Und das war immens einflussreich für den Cyberfeminismus der 90er, zu dem ich gleich komme, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Aber ihr könnt es schon mal auf euch wirken lassen.
Genau, der Begriff Cyberfeminismus wurde sowohl von einem australischen KünstlerInnenkollektiv VNS Matrix und einer Wissenschaftlerin aus Großbritannien, Sadie Plant, zum selben Zeitpunkt 1991 verwendet, unabhängig voneinander, ziemlich wahrscheinlich unter dem Einfluss vom Cyborg Manifesto. Und sie verwenden ihn aber konzeptionell unterschiedlich. Ich würde mal vorlesen, was VNS Matrix in ihrem Kunstwerk, das hier zu sehen ist, A Cyber Feminist Manifesto for the 21st Century, vorlesen. We are the modern Kant, positive anti-reason, unbounded, unleashed, unforgiving. We see art with our Kant. We make art with our Kant. We believe in juicence, madness, holiness and poetry. We are the virus of the new world disorder, rupturing the symbolic from within, saboteurs of Big Daddy mainframe. The clitoris is a direct line to the matrix, the VNS matrix. Terminators of the moral code, mercenaries of slime, go down on the altar of abjection, probing the visceral temple, we speak in tongues, infiltrating, disrupting, and disseminating. Corrupting the discourse, we are the future, Kant. A Cyber Feminist Manifesto for the 21st Century war ein medienübergreifendes Projekt. Also das Bild, was ihr hier seht, wurde mit den modernen Technologien dieser Zeit gefaxt, auf Messageboards gestellt, per E-Mail versendet im Anhang, aber eben auch plakatiert und sollte eine Position anschaulich machen, die in der neuen Technologie eine Möglichkeit sah, die patriarchalen Normen der Gesellschaft aufzubrechen, aber eben auf eine ironische, witzige Art, die den Leuten Spaß macht. Und das Manifest wurde daher auch auf eine Weise verfasst, die eben den Bedingungen der frühen Netzkultur entsprach. Und ich zitiere hier von der Webseite von VNS Matrix, es wurde verfasst, gemeinschaftlich, plagiatorisch, möglicherweise unter Drogeneinfluss und pornografisch. Und genau, die Techniken der Propaganda wurden dort eben als Kunstpraxis dann übernommen, um diese Botschaft des Cyberfeminist-Manifesto in die Welt hinauszutragen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Zitat von Sadie Plant, die eben sagt, the computer emerges out of the history of weaving, the process so often said to be the quintessence of women's work. The loom is the vanguard side of software development. Also Sadie Plant ist eine Philosophin und Kulturtheoretikerin. Wenn jemand eine lustige Zeit haben möchte, kann die Person sich mal ihren Wikipedia-Artikel von Sadie Plant angucken und schauen, was sie jetzt so macht oder in den letzten 20 Jahren so gemacht hat. Aber das würde diesen Vortrag sprengen. Auf jeden Fall sieht sie eben eine Beziehung zwischen Frauen und Technologie, die sie als intim und subversiv beschreibt. Und sie sieht eben Cyberfeminismus als theoretische Antwort auf die Tatsache, dass immer mehr Frauen innovative Beiträge zu elektronischer Kunst und virtuellen Technologien leisten und veröffentlichte ihre Ideen, ihre Theorien dazu 1997 im Buch Zeros and Ones, Digital Women and the New Technoculture. Und sozusagen ihre Ansicht ist, dass die Ausbreitung von nichtlinearen, dezentralen und unhierarchischen Strukturen durch digital vernetzte Technologien eine zentrale Rolle für die Wiederkehr des weiblichen Prinzips ist. Also was sie damit meint, ist, definiert sie nicht so ganz, aber es kommt zurück, sagt sie, und zwar ganz automatisch. Also einfach, weil Frauen und Internet dasselbe sind. Genau, also weil wir sozusagen, weil sie unterstellt, es gibt eine essentielle Verbindung, sozusagen genau das Gegenteil von dem, was die Ökofeministinnen machen. Die Ökofeministinnen sagen, Frau ist gleich Natur und Sadie Plant sagt, nein, Frau ist gleich Internet. So. Und dadurch wird durch die Ausbreitung des Internets automatisch
eine Feminisierung und dadurch der Untergang des Patriarchats passieren. Und dafür wurde sie sehr stark kritisiert für diese Ansicht. Genau, aber Cyberfeminismus war, wie man jetzt schon an den beiden Positionen sieht, eben eine sehr breit gestreute Bewegung und eine, der es auch wichtig war, sich auf nichts festlegen zu lassen. Das hier ist, ich habe hier zwei Zitate aus dem Text The Truth About Cyberfeminism, der verfasst wurde von Cornelia Solfrank vom Old Boys Network. Das Old Boys Network war das erste internationale cyberfeministische Bündnis und es wurde 1997 in Berlin gegründet und blieb bis 2001 aktiv. Und im September 97 organisierten sie auch die First Cyber Feminist International im Rahmen der Documenta. Und tatsächlich wurde der 20. Jahrestag der First Cyber Feminist International vom Institute of Contemporary Art in London mit einer fünftägigen Veranstaltung begangen, die sie dann Post Cyber Feminist International genannt haben. Aber zu dem, was Solfrank über Cyberfeminismus sagt. Cyberfeminism is a myth. A myth is a story of unidentifiable origin or of different origins. A myth is based on one central story, which is retold over and over in different variations. A myth denies one history as well as one truth and implies a search for truth in the spaces, in the differences between the different stories. Speaking about cyberfeminism as a myth is not intended to mystify it. It simply indicates that cyberfeminism only exists in plural. Consequently, cyberfeminism stands for political strategies as well as for artistic methods, and does so very well. Create your own cyberfeminism and you find out the truth about it. Übergreifend kann man trotzdem sagen, dass der Cyberfeminismus der 90er Jahre begeistert war von den Möglichkeiten digital vernetzter Technologien und sozusagen, dass technohybride Identitäten passieren würden, sich entwickeln würden und es eine neue intime Beziehung zwischen Frauen und Technologie gibt, beziehungsweise sie auch in ihren Kunstwerken ausgedrückt haben. Es gab auch zu dem Zeitpunkt und auch später viel Kritik an den Essentialisierungen in den Ansätzen von Sadie Plant und auch VNS Matrix, sowie auch der mangelnden politischen Selbstidentifikation des Old Boys Networks. Trotzdem sollte man den Einfluss dieser Bewegung nicht unterschätzen, die eine Vielfalt von feministischen, technoutopischen Visionen großer, disziplinärer und inhaltlicher Spannbreite hervorgebracht hat. Und diese fanden auch mit dem OBN eine Plattform, auf der sie sichtbar werden und sich entfalten konnten. Als dann aber das OBN 2001 die Aktivitäten einstellte, fehlte dann ein übergeordnetes Forum. Die unterschiedlichen Praxen zogen sich in ihre jeweiligen Kontexte zurück und das schwächte dann insgesamt die Strahlkraft. Der Begriff spielt aber immer noch beziehungsweise wieder eine wichtige Rolle, aber sehr unterschiedlich. Also entweder nostalgische Verklärung, Objekt der Kritik, wie die waren ja alle so unpolitisch, oder einfach als historische Referenz für eine damals neue Ära der Verbindung von Technologie und Geschlecht. Interessanterweise hat sich in Lateinamerika ein vollkommen eigenständiger Begriff von Cyberfeminismus entwickelt, wo sich die Aktivistinnen explizit gegen ihre theoretischen VorläuferInnen abgrenzen und den Begriff ausschließlich in ihren eigenen Praxen begründen. Und eine bisschen neuere Entwicklung ist auch der Xenofeminismus, der auch ein Versuch ist der Abgrenzung zum pluralistischen Cyberfeminismus und mit dem Begriff einen konsistenten politischen Ansatz markieren möchte. Der wurde geprägt vom feministischen Kollektiv Laboria Cobonic mit ihrem 2014 veröffentlichten Manifest und sie bezeichnen sich selbst als technomaterialistisch, antinaturalistisch und genderabolitionistisch und werden aber auch
kritisiert als sich auf Logik und Vernunft berufender und mit cyberfeministischen Genen überarbeiteter Mutant des Linksakzelerationismus. Also die Spaltung ist weiterhin aktiv und wir bekommen immer weitere schöne neue Feminismen und über den nächsten neuen schönen Feminismus, den Technofeminismus, der leider nichts mit Techno zu tun hat, spreche ich gleich, nachdem ich noch mal einen Schluck Wasser getrunken habe. Mit dem Begriff Technofeminismus befinden wir uns jetzt in den frühen 2000ern und er wurde geprägt von Judy Weiss, die ist eine der wichtigsten VertreterInnen der feministischen Techniksoziologie und sie wurde für ihre Beiträge zur soziologischen Erforschung von Wissenschaft und Technologie mit dem Lifetime Achievement Award des Oxford Internet Institute sowie von der Society for the Social Studies of Science ausgezeichnet. Also von derselben Organisation, die auch Donna Haraway ausgezeichnet hat. Und sie fing ihre Arbeit schon an in Feminism Conference Technology 1991, wo sie eben beschrieb unterschiedliche Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf Frauen und Männer sowie Auswirkungen von Geschlechterhierarchien auf Design, Entwicklung, Verbreitung und Nutzung von Technologien. Und diese Auseinandersetzung setzte sie dann 2004 im Buch Techno-Feminism fort und prägte damit den Begriff des Technofeminismus. Insgesamt fallen darunter kritische, spekulative und queere Positionen, die in Theorie und Praxis das kodierte Verhältnis von Geschlecht und Technik hinterfragen. Und Wiseman selbst verortet Technofeminismus an der Schnittstelle von Science and Technology Studies und feministischen Theologiestudien. Aber die grundsätzliche Frage, die sich der Technofeminismus stellt, ist, wie wirken sich Geschlechterverhältnisse bzw. die Hierarchie sexueller Differenz auf wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation aus und welchen Einfluss üben diese umgekehrt auf die Konstituierung von Geschlecht aus? Und übersetzt in die Alltagspraxis bedeutet das für eine gerechtere und für alle lebenswerte Welt in unserer Technowissenschaftskultur zu kämpfen. Praktisch für uns ist, dass Wiseman sich in ihrem Buch selber abgrenzt vom Cyborg-Feminismus. Das bedeutet, ich musste gar nicht so viel Arbeit machen, um die beiden miteinander zu vergleichen. Und zwar bezweifelt Wiseman erstmal, dass Technik uns dabei helfen wird, dass die Grenze zwischen Organismus und Maschinen irrelevant wird. Und sie bezweifelt auch, dass die Modifizierung des menschlichen Körpers durch Technik häufig die etablierte Geschlechterordnung untergräbt. Also ne, es gibt ja auch Modifikationen, die eher diese weiter bestärken, wie zum Beispiel Schönheitsoperationen oder wenn Leute, damit sie besonders schöne Muskeln haben, sich dopen zum Beispiel. Und daher warnt sie davor, das Bild des Cyborgs nur als utopische Ikone im Dienste des Feminismus zu sehen. Sie sagt, the lived techno-scientific reality of cyborgs has taken second place to their treatment as fictional discourse. Also sie sagt, wir vergessen, dass wir eigentlich schon total viele Menschen haben, die nach Donna Haraways Cyborg-Definition Cyborgs wären. Also zum Beispiel Leute, die einen Herzschrittmacher haben oder eine Prothese oder ein Implantat zum Hören oder eine Spirale. Ne? Also und auch wenn das alles Technologien sind, die bestimmt das Leben von den Menschen im Individuellen sehr verändert haben, hat es nicht dazu geführt, dass unser ganzes Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und Mensch und Natur sich umgekehrt hat. Und dass wir auch so ein bisschen vergessen, wie es in der Realität eigentlich den Leuten geht, die zum Beispiel Herzschrittmacher haben oder auf bestimmte Technologien angewiesen sind, wenn wir uns nur die ganze Zeit auf die Utopie dahinter konzentrieren. Und daher sieht sie eben Haraways Stärke eher darin, eine neue feministische Subjektivität zu entwickeln, als Leitlinie für eine praktische, emanzipatorische Politik zu liefern. Und ich glaube, ihre Gefühle zu ihren VorgängerInnen zeigt sie ziemlich gut im folgenden Zitat, was ich euch gerne zeigen und vorlesen möchte.
The feminist project is incomplete. And some, as we have seen, have responded to the distance we have yet to travel with the kind of pessimism that fosters an essentialist view of technology and its gendered power relations. Cyberfeminists have taken a utopian position, looking to new technologies as in themselves transformative. The problem with both positions is that they assign too much agency to new technology and not enough to feminist politics. Technofeminism is grounded in the understanding that only we can free ourselves. Und dementsprechend springe ich weiter zur aktuellsten Form, den vielleicht einige Leute von euch schon gehört haben, den Netzfeminismus. Und das ist sozusagen der Feminismus, der sich jetzt fast ausschließlich sichtbar wird in dieser neuen digital vernetzten Technologie, die wir geschaffen haben. Und zwar mit der Etablierung globaler Social-Media-Plattformen haben sich neue Formen des feministischen Aktivismus herausgebildet. Und spätestens seit MeToo sind netzfeministische Kampagnen auch Thema für öffentliche Berichterstattung und Kritik geworden. Und Anne-Kratin Kohut hat eine Analyse dieser Bewegungsströmung mit Netzfeminismus, Strategien weiblicher Bildpolitik vorgelegt. Und laut Kohut ist das historisch Neue, dass längst etablierte feministische Diskurse nun von den sozialen Netzwerken vermittelt werden und dadurch mehr denn je mit Hilfe von Bildern anstatt von Texten oder gar Manifesten fortgeführt werden. Also wir haben zwei Manifeste, haben wir, glaube ich, gesehen, und so viele Bewegungen, politische Bewegungen der 70er, 80er, 90er haben das noch viel gemacht, aber ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal irgendwo ein feministisches Manifest gesehen habt oder ein anderes. Also das, man macht jetzt Sharepics, keine Manifeste mehr. Und durch die globalisierte Netzkultur stoßen eben stärker als bisher verschiedene Feminismen aufeinander. Das bedeutet, wir haben einen völlig neuen Diskurs, der eigentlich stattfindet, der zum einen viel Öffentlichkeit schafft, aber auch sehr anfällig ist für inhaltliche Widersprüche und unauflösbare Kontroversen, weil sozusagen zum Beispiel, was Feministinnen im globalen Norden sagen, nicht zu dem passt, was eigentlich Feministen im globalen Süden brauchen. Und daher stellt eben Kohut in ihrem Buch die Frage, was diese neue feministische Bildpolitik politisch denn leisten kann. Und bevor wir zu der Frage gehen, was können wir denn politisch leisten, was ist da das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, dachte ich mir, habt ihr wahrscheinlich alle eh schon vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, deswegen habe ich einen Recap. Und zwar, wir haben angefangen mit dem Cyborg-Feminismus. Die Überwindung der Dichotomie zwischen Mensch-Tier und Mensch-Maschine im Cyborg hat das Potenzial, Herrschaftsverhältnisse zu transformieren, ist da die Position. Im Cyberfeminismus, digitale Technologien haben das Potenzial, Geschlechterverhältnisse zu transformieren. Der Technofeminismus hat die Position, die feministische Analyse von Technologien und die darauf basierende politische Transformation technisch-gesellschaftlicher Strukturen setzt Emanzipations- und Widerstandspotenzial frei. Während mit dem Begriff Netzfeminismus wird eine neue Form des feministischen Aktivismus bezeichnet, die Sichtbarkeit für aktuelle Debatten, aber auch das Potenzial für innerfeministischen Konflikt erhöhen. Und ich würde sagen, dass nach meiner Definition nur die ersten drei tatsächliche Technikfeminismen sind, weil sie sich direkt mit Technologie auseinandersetzen, weil der Netzfeminismus eben jede Form von Thema über das Medium einer Technologie verbreiten kann. Das kann natürlich auch ab und zu eine Auseinandersetzung mit Technologie sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Und wenn es darum geht, wie wir was verändern, kommen wir zur feministischen Netzpolitik. Erstmal allgemein, was ist Netzpolitik? Das ist eines, das sich parallel zum Internet in den letzten Dekaden entwickelt hat und seit den 90er Jahren als eigenständiger Politik- und Rechtsbereich wahrgenommen wird.
Dieser betrifft die Innenpolitik ebenso wie Wirtschafts- und Justizpolitik, den Verbraucherschutz, Familien- und Jugendpolitik und euch fallen bestimmt auch noch andere Sachen ein. Das ist ein umfassendes, also es ist ein nicht leicht inhaltlich abzugrenzendes Feld. Und was sozusagen noch das Ganze noch verwirrender macht, ist, dass der deutsche Begriff Netzpolitik auch zwei Begriffe umfasst, die im internationalen Bereich zwei unterschiedliche Begriffe sind, nämlich Internet Policy und Internet Governance. Und Internet Policy meint eben die Regulierung des Internets als Infrastruktur, also ne, technische Standards, Vergabe von Domainnamen, während Internet Governance den strukturellen Rahmen von Entscheidungsfindungs- und Regulierungsprozessen meint, die die Entwicklung und Nutzung des Internets beeinflussen. Und das hat dahingehend einige Handlungsfelder, Zugang zum Internet, Zugang zu Inhalten, Eigentumsrechte, Datenschutz und Privatsphäre und digitale Öffentlichkeit und Kommunikationskultur. Jetzt könnt ihr euch das mal so angucken und euch mal kurz überlegen, fällt mir da was ein, was das mit Feminismus zu tun haben könnte? Genau, vielleicht sind euch ein paar Sachen eingefallen. Ich teile euch mal, was mir so eingefallen ist. Ne? Zugang zum Internet sehen wir gerade, wenn im Iran Frauen gegen das Kopftuch demonstrieren, dass der dann auch ganz schön schnell weg sein kann. Wenn es um Inhalte geht, sage ich nur Schwangerschaftsabbrüche, die Informationen zum Thema, wo und wie man Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchführen kann, hat dafür gesorgt, dass unter anderem die Frauenärztin Christina Hähnel Geldstrafe und bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Ne, Eigentumsrechte, überspringe ich mal, schwieriges Thema. Datenschutz und Privatsphäre, ne, wie, inwiefern die Privatsphäre besonders ne, von marginalisierten Personen bedroht ist, ist, glaube ich, muss ich in diesem Rahmen nicht weiter ausführen. Und natürlich digitale Öffentlichkeit und Kommunikationskultur ist eine, die der anfänglichen Euphorie in den 90ern zum Trotz ist die digitale Öffentlichkeit ein Ort geworden der Diskriminierung, Gewalt und Überwachung. So als Stichworte nur so Dinge wie ne, Rache-Pornos, Doxing, Dogpiling, ne, die Überwachung von Minderheiten und RegierungskritikerInnen, auch von JournalistInnen, wo wir gerade erst wieder einen großen Skandal hatten. Dann Cyberstalking, an dieser Stelle möchte ich noch einen Shoutout an das Anti-Stalking-Projekt der Hexen geben, das da eben auch Unterstützung bietet zu dem Thema und die freuen sich auch immer über Leute, die ihnen helfen. Ne, das Tracking von Menschen im Netz und auch algorithmische Diskriminierung ist also viel zu tun, viel, viel mehr, als ich überhaupt hier alles aufzählen kann. Aber Francesca Schmidt hat sich daran versucht, eine feministische Einführung zur Netzpolitik zu schreiben und da insgesamt mal ein bisschen was zusammenzufassen, was man aus feministischer Perspektive dazu machen kann. Und sie sieht tatsächlich feministische Netzpolitik als Weiterentwicklung von Cyberfeminismus und Netzfeminismus. Schmidt ist Referentin für digitales, intersektionales Erinnerungs- und Transformationswissen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie beschäftigt sich mit der Dekolonisierung und Digitalisierung von Erinnerungs- und Transformationsmitteln und damit, wie Transformationserfahrungen für eine diverse Gesellschaft nutzbar gemacht werden können. Sie ist auch Gründungsmitglied und Vorständin bei Netzforma e.V., einem Verein für feministische Netzpolitik, und beschäftigt sich dort vor allem mit digitaler Gewalt, Dekolonisierung des Internets, Überwachung und Kontrolle, Algorithmen, künstliche Intelligenzen und deren sozionormativen Implikationen. Und was die Auswirkungen von digitaler Öffentlichkeit und digitaler Gewalt sind, beziehungsweise die Wechselwirkungen, da habe ich ein Zitat von ihr mitgebracht. Digitale Gewalt in ihren unterschiedlichen Ausprägungen hat, anders als häusliche Gewalt, einen über die personifizierte Ebene hinausgehenden öffentlichen Verhandlungsrahmen. Oder anders ausgedrückt, digitale Öffentlichkeit ist der Verhandlungsraum für digitale Gewalt. Gleichzeitig ist digitale Gewalt der Mechanismus,
der innerhalb digitaler Öffentlichkeit Ausstöße produziert. Eine Aufgabe digitaler Öffentlichkeit ist es, eine demokratische Öffentlichkeit herzustellen, die Politik diskursiv mitgestalten kann. Digitale Gewalt nimmt, obwohl sie auch vom Verhandlungsraum digitaler Öffentlichkeit lebt, Einfluss auf die Teilhabe an eben dieser demokratischen Öffentlichkeit und kann zu Ausschlüssen führen. Und diese Ausschlüsse betreffen laut Schmidt insbesondere BIPOC-Frauen, LGBTQIA+-Personen, Menschen mit Migrationsgeschichte und oder Behinderung. Das aber mit dem großen, der großen Fußnote dazu, was auch Schmidt kritisiert, ist, dass es kaum belastbare Zahlen für die Betroffenheit und auch die Auswirkungen von digitaler Gewalt in Deutschland gibt. Aber Schmidt sieht eben dadurch die Demokratie gefährdet, weil es an Gegenmaßnahmen mangelt. Gleichzeitig betont sie aber auch, eine feministische Perspektive auf Netzpolitik muss sich auch der Ambivalenzen, die mit dem aktuell drängenden Ruf nach regulierenden Eingriffen durch den Staat einhergehen, bewusst sein. Wenngleich dieser Ruf, ausgelöst durch digitale, patriarchale Gewalt, nachvollziehbar ist, bleibt die Frage, ob patriarchale Gewalt mit gleichfalls gewaltvollen Strukturen, zum Beispiel der Sanktionierung, bekämpft werden kann. Und damit geht sie dann auch in den zweiten Teil ihres Buches über, mit dem sie sich mit dem Thema Überwachung auseinandersetzt, denn wir haben es mit einer zunehmenden Überwachung in den sozialen Medien, bei der Kommunikation im öffentlichen Raum zu tun. Diese Überwachung hat häufig etwas mit einem Wunsch nach Sicherheit zu tun, aber auch einem Wunsch nach Unveränderbarkeit und Normierung. Und das bedeutet eben, dass alle unter Beobachtung stehen, die den Normen eben nicht gerecht werden. Deswegen muss sich feministische Netzpolitik immer die Frage stellen, wessen Sicherheit wird vergrößert und wer muss für diese Sicherheit mit Eingriffen in Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung rechnen. Und Beispiele für dieses ungleiche Verhältnis von wessen Privatsphäre wird geschützt und wessen nicht, kann man zum Beispiel sehen am Auslesen der Handydaten von Geflüchteten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die jetzt erst vor kurzem für rechtswidrig erklärt wurde, diese Praxis. Die Kontrolle der Social-Media-Profile von Hartz-IV-EmpfängerInnen durch die Agentur für Arbeit. Bestrebungen wie Predictive Policing und das habe ich noch mit eingefügt, Chat-Kontrolle, das war noch nicht auf dem Tisch, als Francesca Schmidt das Buch veröffentlicht hat, aber passt auf jeden Fall in dieses Muster, was sie da hat. Und ich kann mich da Schmidt nur anschließen, wenn sie da eben sagt, Überwachung macht die Gesellschaft weder sicherer noch freier. Dann würde ich in mein Fazit übergehen. Technikfeminismen sehen technologischen Fortschritt nicht inhärent als patriarchale Unterdrückungsmechanismen, sondern als sozialen Prozess, der feministisch gestaltet werden kann. Feministische Netzpolitik ist eine der technologisch-gesellschaftlichen Bereiche, in denen Widerstand notwendig ist, um Emanzipation zu erreichen. Rather than dreaming of flight from the body, feminism has argued for men to be fully embodied and take their share of emotional, caring and domestic work. To express this in computer jargon, an emancipatory politics of technology requires more than hardware and software. It needs wetware, bodies, fluids, human agency. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir weiterhin für den Erhalt der Human Agency kämpfen und freue mich auf eure Fragen. Joni geht gerade mit einem Mikro rum, also wenn eine Person eine Frage hat. Ansonsten wollte ich eigentlich am Anfang sagen, das habe ich vergessen, aber mache ich es jetzt noch. Der 22. Juli
den wir heute haben, ist der Jahrestag von ganz schön viel Scheiße. Und deswegen möchte ich diesen Moment nutzen, um kurz daran zu erinnern, dass vor 12 Jahren das Massaker auf Utøya stattgefunden hat, vor 6 Jahren der Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum und 1942 am 22. Juli die sogenannte Großaktion Warschau gestartet hat mit der Räumung des Warschauer Ghettos. Räumung ist eigentlich zu freundlich dafür gesagt, nachdem es einfach angezündet wurde und die Leute, die überlebt haben, deportiert wurden. Dementsprechend, jeder Feminismus, der es ernst meint, muss auch gegen jeden Faschismus, gegen Rassismus und gegen jeden Antisemitismus sein. Dankeschön.